Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich mit euch dieses Sommerset hier nähen. Ich habe jetzt einen neuen Muselinstoff bestellt und habe direkt ein paar Sommerhosen daraus genäht und für euch einmal mitgefilmt. Ja, was braucht man für dieses Sommerset? Ich habe das Pumphosen-Schnittmuster von Liebstes genommen. Das ist kostenlos, das könnt ihr euch einfach runterladen und das geht von 56 bis 116, also ihr könnt da wirklich total viele Hosen draus sehen, in verschiedenen Größen. Entschieden habe ich mich für diesen Muselinstoff mit diesen Schwalben, wie gesagt, ganz neu gekauft und der ist einfach so schön. Ja, dann brauchen wir einmal natürlich die Beinbündchen, alles im Schnittmuster enthalten, schneidet ihr einfach aus. Da habe ich jetzt ein schwarzes Bündchen genommen, ein Bauchbündchen, dann habe ich dazu ein Halstuch genäht. Das habe ich einfach so ein Viereck ausgeschnitten. Das könnt ihr je nachdem, ja, wie groß ihr es haben wollt, einfach ausschneiden. Und dann wird an der Seite einfach einmal lang genäht. Und dann habt ihr sozusagen einfach ein ganz einfaches Halstuch. Ohne Schnittmuster, ohne sonstiges. Die liebe ich, die Dinger. Ja, weil die einfach so einfach zu nähen sind. Und genau, das ist die Hose. Habe ich jetzt zurechtgeschnitten. Und die muss natürlich rechts auf rechts gedreht werden. Ganz, ganz wichtig, sonst ärgert ihr euch. Also immer alles schön rechts auf rechts drehen. Und dann wird hier an der einen Seite nachher genäht. Und dann nachher nochmal im Schritt. Also erst die eine Seite und dann im Schritt einmal nähen. Ja, ich habe natürlich angefangen mit dem Halstuch. Das habe ich einmal komplett längs genäht. Und dann ist es auch schon fertig. Also einmal nur wirklich die Kante einmal nähen, damit es nicht ausfranst. Da kommt nachher noch ein Knöpfchen dran. Und dann habt ihr das Halstuch auch schon fertig. Wie gesagt, wirklich ganz easy. Ich glaube, ihr seht das. Und das kann wirklich jeder. Könnt ihr auch ganz individuell anpassen. Dann geht es an die Beinbündchen. Ich mache, wenn ich nähe, immer zuerst die Bündchen. Weil ich finde, weiß nicht, irgendwie habe ich da so eine Routine drin. Und ich mache immer erst die Bündchen. Da nähen wir einmal die eine Seite zusammen. Und dann, glaube ich, wisst ihr schon von meinem letzten Video, dass ihr das dann sozusagen so umschlagen müsst. Das ist immer ganz schwierig zu erklären, finde ich. Aber ich glaube, ihr seht es ganz gut, einmal so umschlagen, damit man die Naht nicht mehr sieht. Und dann ist das erste Beinbündchen auch schon fertig. Weiter geht's dann mit dem nächsten Beinbündchen. Auch hier müsst ihr darauf achten, immer rechts auf rechts drehen. Also es gibt da auch eine schöne und eine nicht schöne Seite, dass ihr da einfach auch genau drauf guckt und dann eben auch rechts auf rechts einmal zusammennähen und dann umschlagen, genauso wie bei dem ersten Bündchen. Dann geht's ans Bauchbündchen. Das ist natürlich ein bisschen größer. Und auch das rechts auf rechts drehen und einmal an der Kante zusammennähen. Und dann natürlich wieder umschlagen. Ja, und zack ist dann auch das Bauchbündchen fertig. Wenn ihr es umgeschlagen habt, einmal so ein bisschen zurecht zuppeln. Und dann geht es an die Hose, beziehungsweise den wichtigsten Teil irgendwie auch. Dann näht ihr einmal hinten den Popo sozusagen. Einmal die gerade Kante, wie ich euch am Anfang gezeigt habe, näht ihr einfach zusammen. Und dann kommt, wie gesagt, auch der Schritt. Aber erstmal die eine Kante zurecht nähen und zusammennähen. Und dann schlagen wir das so rum und dann sehen wir auch schon, dass die Kante am Popo ist. Und dann müssen wir einmal so ein bisschen zurecht fummeln wegen dem Schritt. Das könnt ihr natürlich auch alles feststecken. Ich bin natürlich wieder, wie ihr wisst, da eher so, dass ich mir alles direkt vor Ort zusammenzubbel und mich da nicht viel zusammenstecke. Aber ihr könnt es euch natürlich auch feststecken, gar kein Problem. Genau, dann wird der Schritt einfach nochmal zusammengenäht. Und dann ist die Hose auch echt schon fertig. Also diese Hose ist bekannt als 5-Minuten-Hose. Und ich muss wirklich sagen, ihr seht ja, das Video geht noch nicht mal 5 Minuten.
Und wir haben die Hose auch schon fast fertig mit Zusammenschneiden, mit Zeigen und alles. Also die Hose geht wirklich richtig, richtig fix. Der Schritt ist jetzt auch fertig. Und dann geht es eigentlich nur noch daran, die Bündchen zu befestigen. Und das machen wir jetzt direkt als nächstes. Dann nehme ich mir immer erst die Beinbündchen. Auch da habe ich so eine Routine drin. Immer erst das Beinbündchen, dann das Bauchbündchen. Und dann nehmen wir natürlich immer die Kante, diese Naht sozusagen, an die Naht, damit das wirklich alles ordentlich aussieht. Und da empfehle ich euch, steckt euch das einfach fest, weil es sieht nachher unschön aus, wenn die Naht nicht auf der Naht liegt. Und auch ich habe es natürlich wieder nicht gemacht, aber ich empfehle es euch einfach, weil dann wird es einfach sauberer und sieht einfach besser aus. Was ich euch auch empfehle, bei schwarzen Bündchen kein weißes Garn zu nehmen. Das habe ich natürlich jetzt auch gemacht, aber ja, sieht einfach besser aus, wenn da irgendwie ein dunkles Garn drin ist. Aber ich wollte jetzt meine Overlock nicht neu einfädeln, weil ich glaube, jeder, der einen Overlock besitzt, weiß, das ist ziemlich anstrengend. Und ja, für eine Hose wollte ich das jetzt nicht machen. Dementsprechend haben wir hier leider ein weißes Garn. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Das sieht man nur, wenn man das Bündchen ein bisschen dehnt. Und das macht man eigentlich nicht so oft. Ja, das erste Beinbündchen sitzt, wie ihr seht. Und dann geht es auch eigentlich direkt ans nächste. Ich finde, Muslin lässt sich so schön verarbeiten. Und kann ich euch bei so Sommerhosen total empfehlen, weil die einfach schön luftig sind. Bald nähen wir auch zusammen einen schönen Sommerstrampler. Und da habe ich auch den Muslin benutzt. Ja, auch das zweite Bündchen direkt Naht an Naht, damit es einfach am besten aussieht. Und das auch einfach dann nochmal rannähen. Ist, wie gesagt, wenn man das nicht feststeckt, echt eine Fummelarbeit und ja, nicht so schön, aber wenn man zu faul ist, dann ist man einfach zu faul. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich stehe dazu. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das immer feststeckt oder ob ihr es nicht tut. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Nähmaschinen habt. Man kann das Ganze ja auch mit einer normalen Nähmaschine machen. Man braucht ja nicht unbedingt einen Overlock. Also ich bin schon sehr, sehr zufrieden mit meiner Overlock. Ich werde auch bald ein Video dazu machen. Aber man kann auch ganz einfach eine normale Nähmaschine benutzen. So, genug gelabert. Das zweite Bündchen sitzt. Und jetzt ist das Bauchbündchen dran. Kaum zu glauben, dass in diese Riesenhose bald mein kleines Baby reinpassen soll. Aber das Bündchen macht eben alles, ne? Ja, so, Bauchbündchen auch wieder Naht auf Naht. Also hinten die Poponaht. Einmal mit der Naht an dem Bündchen zusammen, damit das auch da ordentlich aussieht. So seht ihr das einmal ganz genau. Also einmal Naht auf Naht. Da müsst ihr aufpassen, dass wirklich alle drei Nähte aufeinander sind. Weil sonst, wie gesagt, das sieht nicht so schön aus dann. Auch beim Bauchbündchen würde ich euch empfehlen, das festzustecken, weil man das ziemlich dehnen muss. Und wenn an einer Seite mehr gedehnt wird als an der anderen, dann ist die Hose schief und das sieht echt total doof aus. Also da empfehle ich euch, das wirklich festzustecken. Und tada! Leute, wir sind fertig. Wir haben ein ganzes Sommerset für Babys genäht. Ich habe hier noch einmal den Druckknopf an das Halstuch gemacht. Und da seht ihr auch nochmal die Naht. Also das Halstuch wirklich empfehle ich euch total, weil es einfach super easy ist. Ihr könnt es wie nach euren Wünschen gestalten. Also die Größe und so und ohne Schnittmuster einfach perfekt. Ja, und die Hose ist auch richtig schön geworden, finde ich. Das war's dann auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, meine Lieben. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!